Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, zu Hause oder wo auch immer Sie gerade sind, aushalten und durchhalten ist das Gebot der Stunde. Wir hoffen auf bessere Zeiten. Wir schöpfen Kraft aus der Erinnerung an fröhliche Momente in der Gemeinschaft. In der Karwoche erinnern wir uns daran, wir glauben an einen Gott, der Leid und Schmerz mit uns aushält. Im Abendmahl lässt er uns spüren, wie sehr er mit uns verbunden ist. So viele Male haben wir als Gemeinde hier Abendmahl gefeiert, ebenso wie Generationen vor uns. Wir konnten es erleben und wir werden es wieder erleben. Schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Diese Zuversicht stärkt uns für die Wege, die vor uns liegen. Wir lesen im Evangelium des Markus im 14. Kapitel. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Musik
Manchmal ist es richtig schwer, etwas auszuhalten. Schier unerträglich ist es für die Jünger, Jesus verzweifelt und in Todesangst zu sehen. Weglaufen wäre eine Möglichkeit, um der Situation zu entfliehen. Die Jünger bleiben, aber sie fliehen in das Reich der Träume. Zweimal schlafen sie ein. Doch Jesus weckt sie und holt sie zurück in die bittere Realität. Bleibt wach, schlaft nicht ein, fordert er sie auf. Und er gibt zwei Hinweise, die helfen können, eine schwere Situation auszuhalten. Sie sollen bei ihm bleiben und sie sollen beieinander bleiben. Bleibet hier. Gemeinsam ist es leichter, eine schwere Situation auszuhalten. Und dann betet. Haltet am Gebet fest, klagt Gott euren Schmerz und eure Angst. Das hilft euch, darauf zu vertrauen, dass Gott auch im Leiden bei euch ist. Unerträgliches gemeinsam aushalten, wachen und beten. Jesus wird gekreuzigt, drei Frauen halten aus. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses, sowie Salome. Die Frauen lassen den gefolterten Jesus nicht allein, sie ertragen den quälenden Anblick. Bis zum Tod bleiben sie da, sie harren gemeinsam aus, warten und beten. Anders als mit Beten ist der Schrecken nicht auszuhalten. Die Frauen waren Jesus auf seinem Weg gefolgt. Sie hatten miterlebt, wie er Menschen hat glücklich werden lassen. Er hat geheilt, befreit, von Gott überzeugt. Sie waren mit ihm am Tisch gesessen und haben miteinander gebetet. Gott ist freundlich, ein liebender Vater. Das hatte ihr Leben verändert. Und jetzt halten sie gemeinsam aus, wachen beim Kreuz Jesus und halten fest an der Zuversicht, Gott ist seinen Menschen nahe im Leid. Lasst uns beten. Jesus von Nazareth, wir stehen vor deinem Kreuz, betroffen, beklommen, dankbar. Du trägst unsere Kreuze, du stirbst und machst uns frei. Viele stehen vor einem Kreuz, müssen Abschied nehmen, sind ratlos und wissen noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Tröste sie, zeige ihnen einen Weg. Viele tragen ein schweres Kreuz, sind krank, zerstritten oder verschuldet, mit ihrem Leben überfordert. Schick ihnen Helfer und lass uns mittragen. Du trägst unsere Kreuze, du stirbst
und wir sind frei. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Uns begleitet durch diese Zeit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.